Hallo meine Lieben, wie ihr sehen könnt, sind wir schon bei der Arbeit. Heute wird es ein Refill und eine teilweise Neumodellage geben. Die blauen Frenchspitzen kennt ihr, die habe ich euch schon vorgestellt. Wir machen jetzt erstmal das alte Material ab, die Naturnagelvorbereitung und dann hole ich euch wieder zurück. Bis gleich! Nachdem jetzt die Altmodellage, ich habe sie zu 70% abgenommen, entfernt ist, kommt die Feile zum Einsatz. Ich nehme mir hier noch ein bisschen Material weg, ebne den Nagel wieder, also erstelle mir eine glatte Oberfläche, mattiere mir dann den Rauswuchs an und befeile auch die Form sowie die Länge. Ganz wichtig ist die Entfernung der Nagelhaut. Mit meinem Pro-Pusher schiebe ich die Nagelhaut zurück und entferne dann mit meinem Fräser, da gibt es spezielle Aufsätze dafür. Das Video verlinke ich euch am Ende. Und damit, wie gesagt, entferne ich dann die unsichtbare Nagelhaut. Ja, an der rechten Hand müssen wir einen Nagel wieder verlängern. Dazu habe ich mir eine Schablone angelegt und benutze das Acrylgel. Das hält bei meiner Freundin ganz gut. Jedenfalls besser wie Tipps. Und das machen wir jetzt schnell und dann geht es auch schon weiter. Nachdem das Acrylgel ausgehärtet ist, entferne ich die Schablone und nehme die Schwitzschicht mit etwas Cleaner ab. Als nächstes trage ich mir eine Grundierschicht auf. Ich benutze dazu das All-in-One Bildergel von der Nicole Weiss. Das kann man auch sehr gut dafür verwenden. Und das lasse ich wie gewohnt für 60 Sekunden unter meiner Kombilampe aushärten. Um das Nagelbett etwas zu kaschieren und Unebenheiten auszugleichen, trage ich jetzt eine dünne Schicht vom Make-up-Gel auf. Nachdem das Ganze dann ausgehärtet ist, entferne ich die Schwitzschicht wieder mit etwas Cleaner und Mozzarella. Und dann geht es auch schon los mit dem Befeilen des neu erstellten verlängerten Nagels mit dem Acrylgel. Hier habe ich mir das Acrylgel gleich so aufgetragen, dass ich den Aufbau mit modelliert habe. Und wie der befeilt wird, das zeige ich euch jetzt im Schnelldurchlauf.
Auch hier wird dann das Make-up-Gel aufgetragen und ausgehärtet. Damit jetzt auch mein Farbgel ordentlich auf den Nagel aufgetragen und haften kann, mattiere ich mir jetzt das Make-up-Gel wieder ein bisschen an. Dazu nehme ich aber einen feinen Buffer und ja, dann geht es auch schon los mit dem Farbgel. Heute gab es eine Vorlage, nämlich ein Bild. Wenn ich das wieder finde, setze ich euch das noch mit an den Schluss mit ran. Nämlich eine weiße French mit etwas Verzierung und leichtem Glitzer. Die erarbeite ich mir jetzt mit einem sehr feinen, dünnen Pinsel. Den habe ich euch schon vorgestellt. Und mit einem weißen Farbgel. Ja, wer bis jetzt aufmerksam zugeschaut hat, hat gemerkt, dass ich mir heute mal die Freiheit rausgenommen habe, das Ganze unterm Aufbau zu machen. Denn der kommt nämlich erst jetzt. Ja, ich probiere das auch mal zwischendrin wieder aus, ob ich die Technik auch beherrsche. Denn ich habe ja immer so das Problem, dass ich mir dann meist von der Farbe wieder etwas mit abfeile und diesmal war ich mutig, habe mir vorgenommen, das weiter zu üben. Ich benutze hierfür ebenfalls das All-in-One. Das ist ein sehr gutes Gel, um den Aufbau zu arbeiten, da es nicht gleich in die Ränder fließt. Das ist von der Viskosität her dann, ich würde mal sagen, dickviskos. Und das heißt, man kann auch mehr wie einen Finger auf einmal machen. Es zieht sich selbstständig glatt. Und ich lasse es aber, wenn ich den Aufbau mache, in meiner Kombilampe bei 120 Sekunden aushärten. Benutze auch meist die Low Heat Taste dafür. Denn in einer dickeren Version wird das dann bei manchen meiner Freundinnen doch schon etwas heiß. Und damit ich sie nicht so quälen muss, nehmen wir halt dann die Low-Heat-Taste. Ist dann überall der Aufbau drauf und ausgehärtet, wird die Schwitzschicht abgenommen. Und nun geht es dran, den Aufbau zu befeilen. Hier gehe ich etwas vorsichtiger vor, da, wie gesagt, ich mir die Farbe nicht wegfeilen möchte. Also seht es mir bitte nach, wenn die Feilschritte nicht ganz so ordnungsgemäß sein sollten. Wichtig ist im Endeffekt, dass der Auftrag, der Quatsch, dass der Aufbau ordentlich befeilt ist und auch an der richtigen Stelle sitzt. Ja, meine Lieben, das mache ich jetzt bei allen Fingernägeln. Wenn ich damit fertig bin, hole ich euch dann zum nächsten Schritt wieder zurück. Und der nächste Schritt,
Dank der Vorspul- und Schnelllauftaste folgt sogleich. Ich habe mir über die French ein bisschen Einfassengel aufgetragen, aber wirklich war nur über die French, nicht über den ganzen Nagel, weil ich möchte mittels einem, ja, wir haben hier ein pinkes Glitzerpuder, das aber recht transparent ist. Und das tragen wir jetzt über die French auf, um das, den Übergang so ein bisschen zu kaschieren. Und dann kommt ja auch schon die Malerei. Und wenn das soweit ist, hole ich euch wieder zurück. Damit ich dann auf einem glatten Untergrund arbeiten kann, trage ich mir über das Glitzer jetzt noch eine Schicht Einphasengel auf und werde das dann auch mittels Cleaner werde mittels Cleaner die Schwitzschicht entfernen und mir das mit dem Buffer auch anrauen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass so am besten die Farbe hält und ich das problemlos auftragen kann. Und los geht's auch schon mit der filigranen Malerei. Mein Lieblingspinsel kommt hier zum Einsatz und ein Weiß. Ich male mir zuerst die Umrisse und ja, der Umriss besteht laut Bild aus einem einzelnen Blatt und nebendran noch so ein Strich, so ein angedeuteter Strich. Das mache ich jetzt erstmal, lasse das Ganze dann aushärten und dann kommen wir auch schon zur Füllung. Dazu benutze ich wieder ein Farbgel, aber das seht ihr ja gleich. Ja, und jetzt haben wir das Pferd von hinten aufgezäunt. Ich habe nicht wie üblich am kleinen Finger angefangen, das Blatt zu füllen. Nö, diesmal war der Zeigefinger dran. Das macht aber auch nichts. Ich verwende hier ein Orange. Nee, das ist kein Orange-Rot, das ist ein Rosé-Rot. Das wird ja auch nur so nicht ganz gefüllt in das Blatt, sondern nur so ein bisschen eingemalt. Das Ganze wird dann ganz normal wieder ausgehärtet und dann geht's weiter. Als letzter Schritt, nein, das ist der vorletzte Schritt, Entschuldigung, es kommt ja noch die Wellnessbehandlung, trage ich mir den Versiegler auf, ummantle vorne schön und lasse das Ganze dann für 60 Sekunden in meiner UV-LED-Lampe aushärten. Das ist der Perfect Finish Flexible von Fingerspitzengefühl bei Nicole Weiß. Mit dem arbeite ich sehr, sehr gern. Er lässt sich gut verarbeiten, ist dünn bis mittelviskos. Also ich lege mich da ungern fest. Härtet bei Kombilampen, wie ich sie habe, in 60 Sekunden aus. Hat keine Schwitzschicht und hat auch einen sehr, sehr langen Glanz. Ja, meine Lieben. Die Wellnessbehandlung folgt und dann seht ihr auch schon das Endergebnis. Und hier ist noch der Rest zu sehen, wie ich das Nagelöl etwas auf dem Finger um den Nagel herum verteile. Und dann kommt auch schon das Fotoshooting. Wir hätten das nämlich glatt noch vergessen mit dem Einöl. Deshalb ist auch schon meine Fotodeko da. Ja, meine Lieben, was soll ich noch weiter erzählen? Es hat mir wirklich Spaß gemacht, wieder nach einer Vorlage zu arbeiten. Ich bin auch immer ganz froh, wenn meine Mädels sagen, so, das und das möchte ich haben. Das ist für mich in den meisten Fällen eine Herausforderung. So, jetzt nochmal die Finger schön positionieren. So, meine Lieben. Wie gesagt, es ist immer eine Herausforderung für mich, nach einer Vorlage zu arbeiten.
Das mache ich wirklich sehr gerne. Ihr habt es in meinen letzten Videos gesehen, das Nachmalen und Nachempfinden macht mir echt viel Spaß. Sollte euch das auf den Nerv gehen, dann ja, müsst ihr da leider durch, weil ich werde das nicht aufhören. Na? Gut, meine Lieben, das war's auch schon wieder zu diesem Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!